Hallo, dies ist Predixi, und Squad Commander Only Be The Boshi. Heute ist wieder dabei der gute alte Gitarrist Simon, höchstpersönlich. Aber Joy Tsuki nicht. Ich bin immer so gut vorbereitet. Scheiße. Gut, dass man das in der Aufnahme nicht sieht, so ein Blödsinn. Aber gut, dass man sich's vorstellen kann. ja, Joy Tsuki hat sich geöffnet, da kam es gleich nochmal noch so ein zusätzliches Fenster und da hat sich noch der Browser geöffnet. Also, so fängt eine Aufnahme sowieso immer gut an. Vor allem hat es gleich wieder den schönen Nebeneffekt gehabt, dass das Spiel unsauberer läuft. Genau deswegen mache ich eigentlich, bevor ich eine Aufnahme beginne, sonst nichts anderes mit dem Laptop. Ja, vielleicht hättest du eine Testaufnahme starten sollen. Die Testaufnahme ist nur nötig, wenn ich mit Itfall aufnehme und euch mit dabei haben möchte, weil dann besteht immer die Gefahr, dass der den Systemton nicht mit aufnimmt. Hatten wir ja schon mal. Ja, da mache ich auch jetzt auch immer eine Testaufnahme. Das vergesse ich schon nicht, aber... Aus Fehlern lernt man, ne? Ja, ein bisschen spät, aber ja. Jetzt spielt das nie. Und ich habe gehört, du zockst wieder nebenher? Ich spiele gerade einfach eine Kiste kapiert. Sei immer noch im Boss im Kampf gegen Mr. Shadow und Mr. White und immer noch geht mir in diesem Kampf Cherno auf dem Sack. Ja, dann wissen wir ja alle, woran wir sind, oder? Ja, ganz genau. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade tue. Wir sitzen beide übrigens, also gerade. Bitte was? Wir zocken beide gerade. Wir zocken gerade beide. Ja. Wäre es dir nicht so unangenehm und hätte ich das nötige Programm dazu, könnte man ja glatt bei dir noch aufnehmen, das Bild, und dann tun wir es nebeneinander. Ja, genau. Ja, gut, irgendwo wäre es dann dir gegenüber ein bisschen ungerecht, weil, naja, das ist mal deine Aufnahme auf meinem Kanal. Du, das stört mich, das wäre mir egal. Sache ist nur, dass, das würde viel zu viel Leistung fressen. Bei dir oder bei mir? Ich glaube, bei dir. Oder, weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob das funktionieren würde. Ich habe keine Ahnung, weil ich noch nie über sowas nachgedacht habe. Ja, dann wird's Zeit hier. Ja, es wird Zeit, dass ich weiterkomme. Oh, ich bin nicht weit. Es wäre auch Zeit, dass ich weiterkomme, aber das hieß, Solgrin ist tot, das Projekt ist vorbei und wir sind alle fröhlich. Aber ja. Aber das aber allgemeine Fröhlichkeit ist ja, wie jeder weiß, nicht möglich. Es ist... Nee, es geht nicht. Aber Xi, du brauchst ja nicht jetzt direkt das, den großen Quiz. Reicht doch, wenn du Fortschritt im Kampf hast. Das ist sogar realistisch, eigentlich, dass du das in nächster Zeit erreichst, oder? Theoretisch. Dein aktueller Fortschritt war das Auto von Ryu? Richtig. Also, okay. Ja gut, ich meine, was ich nach Ryu ungefähr machen muss, weiß ich ja. Und ich glaube, selbst Bomben dürfte nicht das große Problem werden. Was bei der Spinne, beziehungsweise Missing No dann los ist, kann ich mir auch schon vorstellen. Der macht ja dann Hydropumpe, das heißt, ich werde dann einerseits wieder auf der Hydropumpen projizieren, rumhüpfen müssen, rumspülen lassen. Gleichzeitig fetzt die Spinne zweimal durchs Bild, von unten oder oben. Heißt im Klartext, ich muss in Bewegung bleiben. Solange ich in Bewegung bleibe, erwischt sie mich dann wahrscheinlich nicht. Und ja, dann kommt noch die Sache mit Sonic. Ach genau. Und die Wegweiterphase von Gradius. Ja, das wird beim allerersten Mal äußerst schmerzhaft, das weiß ich jetzt schon. Nein, du weißt, dass es wahrscheinlich zu 80% zum Scheitern verurteilt sein wird. Ja, der erste Versuch in der Phase sowieso. Aber ich weiß trotzdem, dass es sehr wehtun wird. Es wird, ich glaube, es wird wieder so ein Moment sein, wo ich mich erstmals aufrege und im Nachhinein dann einfach zu nichts mehr fähig bin, weil ich einfach so nervlich kaputt bin. Okay. Ja, wenn man, das ist genau das gleiche, als wenn ich jetzt zum Beispiel zur letzten Attacke des Boss kommen würde und dann attackieren würde. Ja, aber du machst ja dann trotzdem nur irgendwie weiter. Ja, wer weiß. Manchmal ja, manchmal nein. Kommt drauf an, wie lange ich schon gespielt habe.
Du, deine Energie möchte ich mal haben, sich so oft so lautstark aufregen zu können und trotzdem noch anständig spielen zu können. Du, das ist, es ist im Grunde genau umgekehrt bei mir. Bei mir ist es so, ich, die Energie muss raus. Es ist zu viel da, nicht zu wenig. Es ist zu viel da und manchmal katapultiere ich die einfach durch Schreien oder Aufregen einfach raus. Ja, das ist bei mir halt eher selten der Fall. Bei Sonic war es mal so, dass sich das ein bisschen gesteigert hat, aber ja, okay, das war nicht Energie, das war Wut. Weil ich mich dann wieder aufgeregt habe, danach kann ich mich nämlich wieder besser konzentrieren. So, man lässt es dann einmal raus und... Weil deswegen nicht in sich hineinfressen, das ist ganz schlecht, sonst kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Also einfach mal schnell rauslassen und dann, zack, geht es ab. Hi, Cherno. So. Tja, was sowas betrifft, bin ich halt leider ein ziemlicher Vielfraß. Achso, okay. Dann solltest du mal lernen, dass, was du gefressen hast, wieder auszukotzen. Das klingt jetzt wie so eine Frustrationsmagersucht im emotionalen Sinne. Frustrationsmagersucht im emotionalen Sinne, ja, weil es ja Emotionen sind, die du auskotzt und kein Essen. Ich habe noch nie das Wort Frustrationsmagersucht gehört, aber gut. Ich habe einfach nur die Wörter kombiniert, die in dem Zusammenhang dann zusammenpassen. Zumindest laut der Beschreibung deinerseits. Ja, du hast ja recht. Also bin ich nicht frustrationsmagersüchtig? Ich weiß oder? Nicht, du kotzt es doch immer wieder raus, oder nicht? Ja, ich muss ja irgendwie, irgendwie das loswerden. Weil es schon ein bisschen eine fiese Wortschöpfung ist. Naja, warum ist es eine fiese Wortschöpfung? Ich finde jetzt naja, nicht... Naja, Frustrationsmagersucht. Ich finde nicht, dass es eine fiese Wortschöpfung ist. Ich finde eher, dass für jemanden, der außenstehend ist, es überhaupt schwer ist, was damit gemeint ist. Tja, meinen Verstand verstehen, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ja, da blicke ich auch nicht immer ganz durch. Ja, und du kennst ja auch nur das, was ich sage. Ja, ich habe noch kein, ich habe dich noch nicht irgendwie an was angeschlossen, dein Gehirn oder so, also. Ach, wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass man per USB das Hirn an irgendwas anstecken kann, dann kann ich, bin ich sowieso so eine Art Virus, der komplette Festplatten in ein paar Millisekunden zerstört. Ach so, okay, gut zu wissen. Hast du einen Supercomputer, dann stecke ich mich an und plötzlich brennt das Ding. Nichts hallo. Heute analysieren wir den Xi. Wir schließen einfach an und... Ja. Ja, wenn man da noch einen öffentlichen Zugang draus macht, dann kann ich sogar auf der ganzen Welt irgendwelche Rechner zerstören. Durch die Kraft meiner Gedanken. Und wie weit bist du schon mit deinem Spiel? Mit meinem eigenen? Ja. Leider in letzter Zeit nicht viel weiter gekommen. Ich habe jetzt. Ja, mich darum gekümmert, dass ich noch ein paar Grafiken mir daher hole. Die müssen aber noch bearbeitet werden. Demnächst muss ich mich dann auch noch in die Programmierung reinfriemeln, dass ich endlich mal so Sachen machen kann wie Projektile fliegen lassen. Oder eben den Boss programmieren. Dann kannst du ja den Kernel-Tree bauen. Du willst das Thema ansprechen. Nee, ich wollte nur mal sagen, weil du gesagt hast Projektile. Du hast damit angefangen. Ja, mehr als Projektile ist der Kernel ja auch nicht. Ja, deswegen dachte ich ja, da kannst du ja den Kernel bauen. Weil du gesagt hast, da kannst du Projektile entwickeln für Post oder so. Ich hab schon mal gesagt, bei mir wird's keine starren Bilder geben. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde den Kernel ist eine gute Idee für ein Medley-Fan-Game. Naja, ich meine, wenn ich mein Spiel am Ende so hinkriegen sollte, wie ich es mir denke. Also wenn ich mir jetzt so andere Fangames anschaue, ist es nicht mal unrealistisch, denke ich mal, dass Leute, die so Medley-Spiele machen, auf mich aufmerksam werden für mein Spiel. Ja, und dann baut bloß den Kernel-Xi. Ich will den Kernel-Xi haben. Also ein Xi, also dass ihr die Grafik vom Xi-Boss, die packt ihr dann in so ein Bild rein, das ist oben, das kommt runtergefahren und dann, ja.
kommt die Kernel-Musik. Und ja, gut. Und dann fliegen die Projektile und man muss durchhalten bis zur Plattformphase. Ja, und dann kann man den abschießen. Ja, eine coole Idee. Naja, aber warum sollte man den Boss denn so direkt kopieren? Ach, ich weiß nicht, also wenn es danach geht, in I Wanna Be The Guy Fighting Games wird auch viel kopiert. Ja gut, ich sag mal so, wenn es darum geht, Grafiken zu kopieren, das ist wieder was anderes. Aber komplette Bossmuster kopieren, das finde ich dann schon ziemlich dämlich, weil da sollte man schon eigene Programmierarbeit reinstecken, was die Medley-Spiele ja tun. Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, es gibt auch Sachen, die werden einfach, wie gesagt, es gibt Spiele, die haben einfach, Bosse von anderen Spielen, die eigentlich sehr, sehr ähnlich sind und so, und ich meine, den, Kernel gibt es ja auch nicht nur in, I Wanna Kill the Chameleon 3. Sondern? Was weiß ich, also, es gibt noch, I Wanna Be the Last Tiss. Okay, Last Tiss besteht nur aus dem Kernel-Kampf. Allerdings, okay, aber Last Tiss ist aber schon wiederum eine Sache, das ist wiederum ein ganz anderer Kampf und der Kampf geht, glaube ich, 13 Minuten oder so. Ja. Also hat jemand einfach nur einen Kampf gebaut. Ganz genau, und der Kampf geht 13 Minuten. Und es zählt zu den, es gehört zu den schwierigsten Fangames, die bisher geschafft wurden, sage ich. Ich weiß nicht, ob man das dann nur als Spiel betiteln soll. Was, Last Tiss? Ich weiß nicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Es ist halt ein Spiel. Es ist halt, ja, kämpf gegen den Kernel und besiege ihn. Und es ist ultra hardcore-schwer und ja, schlimmer als der normale. Also, das heißt der normale, der kann mit der 3 vorkommen, sagen wir so. Wer ist denn eigentlich die Person, die da abgebildet wird? Frag den Ersteller, frag mich nicht. Ich weiß es leider nicht, also ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich kenne mich ja jetzt auch nicht so in der Fangame-Branche so gut aus. Weil, wenn ich mir das Bild so ansehe, es sieht mehr aus, als hätte man sich irgendein Anime angeschaut, an einer bestimmten Stelle angehalten und das halt einfach runterkopiert. Das kann gut sein, das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich, weil sowas wird ja öfter mal gemacht da. Ja, es sieht halt nicht aus wie so ein, sag ich jetzt mal, komplettes Kunstbild, sondern mehr irgendwie ein Ausschnitt, ein Bildausschnitt aus einem Anime. Ich meine, aber das kommt man auch mit der Miku gemacht. Die Miku wird ja überall reinkopiert und dann als Boss verkauft. Und dann fliegen irgendwelche Projektile durch den Raum und man muss ausweichen. Miku wird es übrigens bei mir nicht geben. Das habe ich auch schon festgelegt. Weil es das schon zu oft gab in den Fangames. Miku wird genauso wenig in meinem Spiel erscheinen wie diese Äpfel. Oder Kirschen oder was auch immer. Oder vielleicht eine einzige mit einem Pfeil und einer Nachricht. Von wegen, ja, das ist die einzige Frucht dieser Art, die in diesem Spiel vorkommen wird. Und den Kernel mit Dingy? Nein. Auch schade. Außer vielleicht irgendeine Referenz, die zeigt, dass ich den Kampf nicht gut finde. Ach, weil ich finde den Kampf aber gut. Weißt du, irgendwie im Hintergrund einfach nur so eine kleine Grafik, wo du das Bild siehst, von dem aber die Hälfte abgerissen ist oder sowas. Ich finde den Kampf aber gut gegen Kernel. Also den noch Kamelia 3 finde ich gut. Du vielleicht, ich nicht. Ich aber finde ihn gut. Und deswegen dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Kernel-Stil zu machen. Wie gesagt, das Ganze, wenn du in deinem Spiel beispielsweise sowas einbauen willst, meinetwegen. Ich meine, wenn mein Spiel einmal fertig ist, ich mich selber als Boss verwirklicht habe, so wie ich das möchte, und mich dann später mal irgendjemand auf so eine Art und Weise referenzieren will, mein Gott. Du könntest mich ja sowieso, du könntest mich ja sowieso nicht aufhalten, da das ja, wie gesagt, keine Spiele irgendwas mit Urheberrecht zu tun haben. Also im Grunde, wie gesagt, solange man da keine Privatbilder nimmt oder so, kannst du leider sowieso nicht aufhalten, wenn ich da Boss aus deinem Spiel nehme. Ich werde auch, um mich selber als Boss zu bauen, keine Privatbilder nehmen. Ich pixel mich da schon. Das wäre eine lustige Idee. Du sitzt so auf dem Stuhl, machst gerade ein Let's Play, vielleicht wie du gerade so am Schreien bist, weil du gerade bei Solche gestorben bist. Das einfach fotografiert und dann. Ich stelle mir gerade den Kernel-Kampf vor. Dritte Phase. Oh, dritte Phase, richtig. Ja, aber gleich wieder am Anfang gestorben, weil
das erste Projektil, wenn er seinen den ersten Schuss da macht. Ja, die Trefferkiste war halt wahrscheinlich 2 Pixel zu weit rechts. Und obwohl ich mitten auf der Plattform stand, bin ich trotzdem drauf gegangen. Ah, okay. Jawohl, Sir, Colonel Steve. Sie sind mein Vorgesetzter. Also, zu meinen Ego-Shooter-Zeiten war ich ja immer noch der Captain. Also, du bist aufgestiegen zu Colonel! Colonel gab's bei uns gar nicht. Bei uns gab's einen Captain, einen General und einen Corporal. Und jetzt gibt's da einen Colonel! Hoho! Ja! Wie soll ich denn dann den Charakter aus Mega Man Battle Network überhaupt ernst nehmen? Ja, was denn? Ich kann nicht dafür, wenn er der Colonel ist. Ja, da gibt's einen Charakter, der ist Colonel und ja, sonst gut. Nichts anderes. Und immer wenn der kommt, dann kommt die Colonel. Was denn? Ich könnte die Musik natürlich als kleinen Gag einbauen, wenn ich mal gegen die kämpfen muss, aber nie. Ach, mach das mal. Nö. Ich finde die Musik, das ist, die gehört zu meinen Lieblings-Game-Musiken. Die Colonel-Kampfmusik aus Cavalier 3. Also mir persönlich gesehen relativ bald auf die Nerven. Warum? Du kennst die Musik. Wie oft hast du die Musik schon gehört? Ich hab mir den kompletten Kampf schon mal angeschaut. Ja, mit Ton? Ja, natürlich mit Ton. Ja, das weiß ich aber dir nicht. Das Einzige, was ich ohne Ton mache, das ist Mega Man Fangames, beziehungsweise Hex. Die spiele ich meistens ohne Ton, weil irgendwie hat sich das so bei mir ergeben. Ich habe dann irgendein Video laufen und dann habe ich daneben das kleine Fenster und da zocke ich dann diverse Hex. Bin momentan am 12. Mega Man 3 Hack dran. Na, übrigens nochmal Glückwunsch, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, Glückwunsch, dass du letzten Samstag noch den Hack beendet hast. Das habe ich noch gesehen, auch wenn ich halb schaffe. Ja, das ist ja eh so lustig. Der Hack, den ich da gerade zocke. Ich habe mir da so im ersten Level gedacht, irgendwie kommen mir die Strukturen bekannt vor. Dann spiele ich so weiter. Irgendwoher kenne ich das doch. Ja, und dann habe ich rausgekriegt, der Hack, den ich jetzt gerade spiele, ist die originale Version von dem, den ich davor gespielt habe. Okay. Das heißt, der Hack, den ich davor gespielt habe, wo ich mir zuerst noch gedacht habe, Mensch, also insgesamt nicht gerade der beste Hack, aber er hatte ein paar schöne Ansätze. War nichts anderes als ein konzeptionell geklauter Hack, der halt dann ja optisch ein bisschen abgeändert wurde. Und an manchen Stellen sogar so blöd verändert wurde, dass unfaire Stellen entstanden sind. Ja, okay, und faire Stellen gibt es in vielen Hacks. Es sind nicht immer die Hackersteller sind ja nicht immer so, dass die nette Stellen machen. Und manche Hackersteller übertreiben es sogar. Und manche Hackersteller machen sogar Stellen rein, wo ihr denkt, das ist einfach nur behindert. Also, ja. Und manche Hackersteller machen Spiele extrem schwer. Und oh, Colonel Cherno! Geben sich. Oh. Colonel Cherno? Das ist jetzt Colonel Cherno! Ne, ich weiß ja, warum ich einfach mich gerade an die Projektile. Irgendwie sind die Projektile, die bei Cherno da rumfliegen, erinnern mich ein bisschen an den Colonel-Kampf. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, oh, Colonel Cherno! Nur weil es beim Colonel schneit. Okay, ab sofort gibt's bei Cherno mal die Colonel-Musik. Okay, viel Spaß beim Reinprogrammieren. Das heißt, reinprogrammieren, rein editieren. Colonel Cherno! Wer kommt auf sowas? Okay, tot. Nee, was mich halt an der Musik vom Colonel-Kampf nervt, wenn man sie dann halt schon zum 10. Mal in der Schleife hört, denkt man sich halt schon irgendwann, Man muss die ja nicht in der Schleife hören, man kann ihn ja einfach schneller besiegen, dann hört man sie nicht in der Schleife. Geht ja nicht. Du hörst ja schon locker 4-5 Mal in der Schleife, bevor du ihn überhaupt besiegen kannst. Nein, du kannst ihn besiegen. Pass auf. Die Musik ist also. Zuallererst, die Musik ist ja dann erst in der Schleife, wenn sie sich wiederholt. Dann ist die Musik in der Schleife. Das heißt, wenn das Lied von vorne anfängt. Und das Lied, pass auf. In der Plattformphase kannst du. In der Plattformphase kannst du den Colonel töten. Und die Plattformphase beginnt ungefähr 40 Sekunden vorm Liedende. Also bevor das Lied ausgeht und sich wiederholt. Okay.
Na gut, dann habe ich mich da getäuscht. Das ist halt nur, weil jemand so lange an der Plattformphase, oder die meisten hängen halt so lange an der Plattformphase dran und trauen sich an der Plattformphase nicht auf die Plattform hoch zu springen, was so riskant ist. Und deswegen machen die ultra lange Zeitschinden und warten halt auf eine günstige Gelegenheit. Wenn der Kampf dadurch 16 Minuten oder so dauert oder so, ne, dann. Meine Frage. Ja? Lädst du gerade irgendwas so? Nein. Leck ich? Zwischendurch waren paar kleine Übertragungsfehler drin, ja. Was, Übertragungsfehler? Lecks oder Übertragungsfehler? Weiß nicht, ob man das als Leck bezeichnen kann. Aber ich denke mal, ja, doch. Nennen wir es mal so. Ja, weil ich. Es wird ja nichts übertragen. Höchstens, dass man meine Stimme nicht richtig hört, aber es wird dir nichts übertragen. Und deine Stimme ist keine Übertragung? Ja. Übertragung stellt dich mal ein Bild vor, ne? Eigentlich. Das ist eine Bildübertragung. Na gut, wenn du es so. Im Endeffekt ist das, was übertragen wird, alles dasselbe. Oh. Alles ein Haufen Bits. Übrigens, ich sehe, das kommt gut eigentlich, wenn ich irgendwie kann ich mich besser konzentrieren, wenn ich gegen Chrono kämpfe und ich siegen kann. Das heißt, du hast sie jetzt tatsächlich parallel, oder wie? Nein, ich singe sie selber. Ich kann die auswendig. Wundert mich nicht, wenn du genügend Videos zu dem Kampf gesehen hast. Ich hab das Lied auch auf meinem PC und auf meinem MP3-Player und höre das unterwegs zur Arbeit oder so. Ach. Also ich würde davon jedes Mal, glaube ich, schon im Vornherein so eine Laune kriegen, wenn der Nächste, der mich anspricht, der kriegt halt erstmal. Das ist doch nur die Körnelmusik, mein Gott, die ist doch gut. Nö, die steht für lange andauernde und monotone Kämpfe mit uninteressanter Boss-Grafik. Nicht wundern, jedes Mal, wenn ich schon erreiche, singe ich jetzt die Körnelmusik. Ganz egal, was ist. Meine Zuschauer werden sich freuen, die 3-4 Zuschauer, die noch da sind. Die 3-4 Zuschauer, die 1-2 Zuschauer, mich oder so. Die anderen schalten erst wieder rein, wenn da dran steht Finale. Kann ich verstehen? Nein, nicht. Wenigstens, wenn er das mit Fortschritt verzeichnet, sollte man sich die Folge schon angucken. Ich hab letztens zu Summa schon gesagt, ich könnte rein theoretisch auch gleich Let's Talk in den Titel schreiben. Bei mir ist es ja nicht mehr. Meinst du, dass die Boobies nicht mehr so hoch ist? Also bitte, wir machen mittlerweile nichts anderes mehr als die meisten Minecraft-Let's Player. Jetzt komm, nein, das ist nicht eine Beleidigung. Oh, Colonel Shadow. Das ist aber die Wahrheit. Was tun wir denn anderes, als über alles Mögliche reden, während ich hier die ganze Zeit im Prinzip dasselbe mache? Ganz einfach, deine Gastkommis reden entweder mit oder spielen selber was oder machen beides oder keine Ahnung. Merkst du was? Sitzen auf dem Scheißhaus, ich hab keine Ahnung. Ach komm jetzt. Was komm jetzt? Der letzte Punkt musste nicht sein. Welcher Punkt? Das dachte man Colonel auch, wenn man beim Colonel stirbt an den Punkten, das ist nervt. Besonders an dem letzten. Der Colonel schießt ja auch so Punkte. Ja. Immer diese schlechte Rausmanövrieren aus irgendwelchen Thematiken, damit man nichts mehr dazu sagen muss. Ich bin einfach ein Künstler, ich weiß. Nö. Ich weiß, nö. Weil ich nicht die Art Person bin, die man damit aus dem Kontext reißen kann. Ja. Also ich bin mal wieder überfordert. Obwohl, ich sollte die Musik lieber woanders anschicken. Ist dann mal genau nächste Woche setze ich die Musik an einem anderen Punkt an. So. Dann macht ihr das Lied halt einfach im Hintergrund an. Das hört man ja in der Aufnahme hier dann eh nicht, wenn du es nur auf deinen Kopfhörern hast. Ja, das ist doch viel zu viel Aufwand. Das Ding ist lieber selber. Ich stelle mir nämlich vor, dass ich höre nur der und man da genauso ausweichen muss wie beim Körnen. Damit ich schon mal drauf vorbereitet bin, falls ich den Körnen treffe. Weil es ist ja so, du musst mal so, ich denke nämlich so, beim Colonel, da gibt's nicht so leicht wie hier bei Chrono, deswegen soll ich mich hier nicht so anstellen und einfach vorstellen, es wäre der Colonel. Dann wäre das viel schlimmer.
Das ist eine Methode, die mir auch keiner so gemacht hat. Ja. Hast du den Colonel dann nicht eigentlich auch irgendwann vor dir? Den habe ich vor mir, sollte ich jemals so weit kommen. Ja, also wenn du so weit kommst. Also so bald, meine ich. Der kommt ja erst im Boss-Rush von Welt 4. Ich bin ja erst in Welt 2 Boss. Oh, scheiße, tot. Und jetzt habe ich tot, bin ich wieder auf mit der Musik. Und dann kann im Grunde kann ich dann auch so sehen, wie weit ich gekommen bin. Desto länger ich singe, das heißt, desto länger habe ich das überlebt. Und desto kürzer ich jetzt wieder aufhöre, desto schneller bin ich wieder tot. So kann man seinen Spielfortschritt natürlich auch kennzeichnen. Gott. Du kommst irgendwie nicht damit zurecht, dass ich alles ernst nehme, oder? Nein, irgendwie nicht. Du nimmst hier einen Schwarz, den man gar nicht ernst abnehmen kann. Ich krieg's hin. Oh, Scheiße. Find's immer lustig, wenn die Leute nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen. Ich weiß definitiv nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Nur das Problem ist, du überraschst mich immer wieder. Du bringst mich immer wieder aus dem Konzept, sagen wir so. Aber ich weiß trotzdem, wie ich mit dir umgehen soll. Ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich würde sagen, sowohl das auch. Das wäre jedenfalls eine ehrliche Antwort. Oder weder noch, würde ich eher, das wäre noch eine ehrlichere Antwort, weder noch. Einfach nicht, überhaupt nichts hat, weder Beleidigung noch Kompliment. Ja, zwischen halt Beleidigung und Kompliment so ein Mischlingsrüde quasi. Ist halt Exi, so denke ich mir da. Kann man weder beleidigen noch Komplimente machen. ja, ne? Ja, genau. Was sagen wir jetzt da dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Du bist doch Exi. Okay, also bin ich jetzt quasi zu einer Bezeichnung / Einheit verkommen. Was? Es wird ab jetzt quasi so eine Bezeichnung für andere Leute. Ah, okay. Wow, benimm dich doch, du Xi. Sagen die dann irgendwo, oder? Keine Ahnung. Yay, die Leute beleidigen sich mit meinem Namen. Mensch. Du Xi! Das ist aber eine Ehre. Wenn mein Name als Beleidigung hier erhält. Aber da müsste eigentlich, wenn man sagt, sie eigentlich Gott. Zum Piepton kommen, immer so. Weil das zensiert werden müsste. Oh, jetzt hat wieder einer Xi gesagt. Ja, genau. Oh nein, er hat Xi gesagt. Er hätte jede Beleidigung sagen können. Aber nicht diese Beleidigung. Sag mal, kannst du jetzt mal? Dankeschön. Mein Gott, Solgrin. Klar doch. Und bist du gerade in Phase 2? Ich wäre gerade in Phase 3 gekommen, aber ich weiß nicht, der Übergang funktioniert teilweise so komisch. Ja, das kennen wir schon. Jetzt, die Sache ist halt wieder, die du ganz halt in der Plattform hängen bleiben, und weil du aber in der Plattform quasi den unteren Bildschirmrand auch wieder berühren kannst, kann es sein, dass du hängen bleibst in dem Übergang und daran stirbst. Danke sehr. Dementsprechend muss auch noch eine bestimmte Sprungtechnik her, um überhaupt in Phase 3 rüberspringen zu können. Sag bitte nicht mehr das Wort stirbst. Bei mir war es so, daran stirbst du. War synchron. Okay, dann brauche ich jetzt irgendein Synonym. Vergehen. Meine Frage, macht der Kanal eigentlich noch Sinn, wenn du dieses Spiel geschafft hast? Was? Ja, eigentlich ist ja im Grunde dieser Kanal nur zum für Solgrin da im Grunde nur noch, ne? Es ist ja eigentlich, wir können es hier Let's Play nennen, wir können es nur noch nennen Let's Solgrin. Nö. So wie bei mir im Grunde, das ist im Grunde, ja, Let's Plays sind eigentlich nebensächlich. In der Hauptsache hier, Camellia 3 zu spielen und ja. Gut, Roma nimmt sich auf, also das war ihm nicht so, aber ich meine ganz ehrlich, die meiste Zeit, wo man mit hier verbringt, in unseren Kanälen, ist doch, auch wenn bei mir nicht alles wird zwar alles aufgezeichnet, aber nicht alles hochgeladen,
auch wenn ich als hochgeladen wird, ist es bei dir trotzdem Solten und bei mir Camilla 3. Da kannst du nicht widersprechen. Jetzt, im letzten Jahr stimmt das, aber... Also war das jetzt schon das Fehler, wo man sich denkt, Mann, das ist ja jetzt noch Let's Solkrit, das ist ja Let's Boschi, Let's keine Ahnung. Also im Grunde ist jetzt Boschi das neue Markenzeichen für dich gewesen, jedenfalls in diesem Jahr. Naja gut, ich meine, ich habe schon mal gesagt, wenn jemand mal eine Zeichnung von mir anfertigen sollte, wäre es nicht verkehrt, wenn auf meiner Schulter ein Boschi hockt, ja? Und naja, unter meiner Schuhsohle befindet sich dann so ein Karton. Okay, aber bist du dir auf das Recht hast auf dieses Bild, musst du sonst jetzt erstmal besiegen. Sonst hast du noch kein Recht auf dieses Bild. Ich werde mir dieses Recht schon noch verdienen. Okay. Weil ich mittlerweile hätte ich das Recht für das Bild, wenn es ein Flandrick wäre. Aber früher hatte ich das Recht auch nicht. Dazu müsste man Flandre erstmal zeichnen können. Und ich glaube, Flandre zu zeichnen ist schwieriger als einen Boschi, einen kaputten Karton und ja gut, ich bin vielleicht nicht so leicht zu zeichnen. Ich habe mal eine Grolla gezeichnet. Und? Wie sah es aus? Es sah gut aus. Ich habe das auch auf der Arbeit gemacht. Das war mal, wo wir mal nichts zu tun hatten und jeder sollte sich mal, das ging um Sachen projizieren und so und Bilder machen und so. Und da hier konnte sich jeder ein Bild aussuchen und ich habe eine Grolla gezeichnet. Also das ist, ja, beziehungsweise bin noch dabei. Im Grunde zeichne nur der erste Schritt. Man legt sich dann so eine Folie auf den Projektor, das wird dann auf eine Wand übertragen und das wird dann, dann werden die Umrisse alle einzeln mit einem Bleistift erstmal da an richtigen Stellen gesetzt und später wird das mit einem Spitzpinsel dann die Stellen schwarz überstrichen und dann werden die einzelnen Stellen ausgemalt mit den richtigen Farben und so. Das ist aber eine ganz schöne Menge Arbeit. Glaube ich dir. Weißt du, wovon sich die Leute ein Bild machen können? Von dem Xi? Vom Solgring-Kampf in der nächsten Folge. Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Das weiß ich nicht, aber das sehen wir ja dann. Wir sehen die dann. Oder auch nicht. Naja, für die Leute, die sich's antun wollen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Wannabe the Boschi. Ich bin der Xi. Ich bin der Solgrin. Das bist du? Nicht der Solgrin, der Simon. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Rein.